Wie ein riesiger Fels beherrscht der Tempel der Planetengötter die Piazza della Rotonda, trotz seiner verhältnismäßig schmalen Front am Eingang der Vorsäulenhalle. Romantiker, und welcher Romreisende ist das nicht, mögen diesen Ort kaum mehr verlassen. Herzlich willkommen in meinem Video. Besuchen Sie gemeinsam mit mir das älteste erhaltene Bauwerk Roms, das Pantheon. Wenn dieses mächtige Bauwerk mit seinen trutzigen, massiven Mauern aus Steinquadern nicht alle römischen Zeitläufe überstanden hätte, von ganz Rom wäre nichts mehr zu sehen. Die Rotonda, ein Kuppelbau mit den gleichen Maßen von 43,30 Metern in Lichterhöhe und im Durchmesser, ist das architektonische Meisterwerk der Antike, wobei die Eleganz der Innengestaltung ebenso fasziniert. Kaiser Hadrian ließ das Pantheon um 120 auf den Grundmauern jenes Tempels errichten, den Marcus Agrippa 27 vor Christi gebaut hatte und der 100 Jahre später einem Feuer zum Opfer fiel. Hier, in der Grabkirche der italienischen Könige, wurde übrigens am 1. November 609 der erste Allerheiligen-Gedenktage begangen, eine Sitte, die bis heute fortlebt. Hat Ihnen der kleine Einblick in das Pantheon gefallen? Dann freue ich mich über ein Like von Ihnen, auch einen Kommentar. Für weitere aktuelle Videos abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Was möchten Sie als nächstes sehen? Klicken Sie auf einen der Wegweiser und Sie gelangen.